Januar um Mitternacht. Ein Spartakist stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Und mit der Knarre in der Hand, er hinterm Zeitungsballen stand, die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Und donnernd dröhnt die Artillerie, Spartakus hat nur Infanterie, Granaten schlagen bei ihm ein. Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Angehörige, heute vor genau 100 Jahren sind hier 30 Mitglieder der Volksmarinedivision umgebracht worden. Befehlshaber war ein Oberleutnant Marlow. Er hat sich bezogen auf einen Schießbefehl, auf einen rechtswidrigen Schießbefehl von Gustav Noske, dem Reichswehrminister SPD. Und diese Mitglieder der Volksmarinedivision wurden nur deswegen umgebracht, weil sie Mitglieder der Volksmarinedivision waren. Es freut mich sehr, dass zwei Familien da sind, zwei Angehörigen, Familien der Angehörigen. Einer der Opfer, Jakob Bonczik, ist der Neffe von Gerd Bonczik, der auch heute hier ist, den ich sehr gerne begrüße. Er hat auch lange Jahre geforscht über seinen Onkel. Und was das Verrückte ist, er weiß immer noch nicht, wo das Grab seines Onkels ist. Wahrscheinlich wurden die Matrosen in einem Massengrab verscharrt. Es sind auch Angehörige da von Erich Brossard. Erich Brossard war auch einer der Volksmarine-Divisionsmitglieder, der die Reichsbank bewacht hat, der auch vom Reichsbankpräsident noch 100 Mark bekommen hat, wie jeder von den Matrosen, die die Reichsbank bewacht haben. Und auch er sollte hier erschossen werden. Aber er hat überlebt. Und er hat berichtet, dass dieser Marlow einarmig war. Und unter dem Armstumpf hätte er seine Parabellum-Pistole geklemmt gehabt und habe selektiert. Ursprünglich sollten nämlich 300, die hier einfach gefangen genommen wurden, die hierher gelockt wurden, umgebracht werden. Und er hat dann selektiert, weil ein Offizier, ein Kommandant der Reichsbankwache protestiert hat. Und er hat dann selektiert und hat dann 30 in den Hinterhof getrieben. Und die wurden bestialisch mit Maschinengewehren umgebracht. Es gab hier Tafeln. Draußen eine Tafel für die 30 Opfer und drin eine Tafel, und die sind nach der Wende beide verschwunden. Die draußen ist wahrscheinlich gestohlen worden, was mit der drinnen passiert ist, weiß ich nicht. Es wäre, denke ich, von uns allen die Forderung, dass hier eine neue Tafel hingemacht wird, und die Stadt Berlin, denke ich, sollte dafür sorgen, oder die Regierung oder der regierende Bürgermeister, dass hier mal wieder eine Tafel hinkommt. Und ich persönlich würde sagen, die Sozialdemokratische Partei könnte sich für diesen Schießbefehl auch mal entschuldigen, denn er hat mindestens 1200 Menschen in Berlin in wenigen Tagen das Leben gekostet und später noch Tausenden von Menschen in Bayern und im Ruhrgebiet. Ja, und ich finde es ganz toll, dass eigentlich fast spontan diese Plakate gemacht wurden und dieses Transparent, und dass hier so viele gekommen sind. Ja, ich finde das ganz toll. Und wenn jemand noch was sagen möchte dazu, gerne. Ja. Also es ist eine super Aktion. Ja, bitte. Ich stehe hier auch im Namen
großer deutscher Dichter, die in diesem Haus ganz bekannt geworden sind, wenn sie nicht schon bekannt waren. Anna Segers, Anne Zweig, Karin Stuttmatter, Christa Wolf, wisst ihr es unendlich damals, die Hunderte. Das waren die Schriftsteller und Dichter, die im Aufbau von Leid gearbeitet haben, die mit ihren Werken auch die Erinnerung am Leben halten können. Und ich bin heute im Geiste hier auch mit uns. Danke. So, dann lese ich noch die Namen der Ermordeten vor. Theodor Biertümpel, Schlosser. Jakob Bonschik, Arbeiter. Paul Brandt, Kaufmann. Hansel Bursian, Arbeiter. Kurt Dehn, Handlungsgehilfe. Otto Deubert, Arbeiter. Willi Ferbitz, Schneider. Kurt Fröbel, Arbeiter. Robert Göppe, Portier. Baruch Handwuhl, Sattler. Walter Harder, Feuerwehrmann. Alfred Hinze, Schlosser. Anton Hinze, Kaufmann. Hermann Hinze, Arbeiter. Walter Jakubowski, Zahlmeister der Volksmarinedivision. Willi Kuhle, Müller. Max Kutzner, Schmied. Bruno Lewin, Hufschmied. Walter Lewitz, Kaufmann. Herbert Lietzau, Zahlmeister der Volksmarinedivision. Max Matzult, Matz Toleranz, Postschaffner. Ernst Mörbe, Gürtner, Gärtner. Karl Pebans, Maschinenformer. Paul Rösner, Bierfahrer. Siegfried Schulz, Telefonist. Paul Ulbrich, Bäcker. Werner Weber, Maschinenbauer. Karl Zieske, Arbeiter. Gustav Zülsdorf. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wer noch was sagen will, gerne, kann hier sprechen. Ich wollte einfach noch kurz übernehmen, den Herrn vorzustellen, der uns das gerade berichtet hat. Das ist Klaus Gietinger, der ein Buch geschrieben hat über die Vorgänge, über die Volksmarinedivision, natürlich auch über das, was hier passiert ist. Das ist, glaube ich, gestern erschienen. Wollte ich einfach mal der Autor war jetzt zu bescheiden. Einfach die Noske Hunde stürmen Büchsenstein. Granaten schlagen um ihn ein, die noske Hunde stürmen Büchsenstein. O Büchsenstein, o Büchsenstein, Spartacus sein heißt Kämpfer sein, wir haben gekämpft. Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, die für diesen Mord verantwortlich sind, der Otto Marlow, der wurde später ein Nazi. Er wurde von den Nazis zum Chef eines Zuchthauses in Celle gemacht und später wurde er Landrat und hat dann noch Sinti- und Roma-Kinder nach Auschwitz geschickt. Und sein Kommandeur Wilhelm Reinhardt, von einem Freikorps-Kommandeur, der wurde später tatsächlich SS-General. Ja. Also da gibt es tatsächlich eine Linie zu den Nazis. Bei Büchsenstein. Und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein. Und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein.